Wir haben Anfang April 2021, der Frühling zeigt sich und es gilt, die Weidesaison optimal vorzubereiten. Dafür müssen wir uns klar machen, dass Pflanzen überweidet werden, wenn die Tiere zu lang auf einer Fläche sind, sie zu früh wieder dorthin kommen oder die Tiere nach einer Nichtwachstumszeit zu früh wieder auf die Flächen kommen. Und Nichtwachstumszeit haben wir auch jetzt noch, denn nachts ist es immer noch gut kalt und teilweise gefroren. Das heißt, es wächst noch nicht richtig los und wir müssen uns entscheiden, ist es schon so weit, dass die Tiere raus können oder nicht. Mit jedem Überweiden schaden wir uns. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das vermeiden. Wir wollen den Pflanzen nicht die Energie rauben, die wir eigentlich zum Wachstum brauchen, gerade jetzt in diesen schwierigen Wetterbedingungen. Und wir wollen sie auch nicht abtöten, denn das kostet letztendlich zu viel. Wenn wir gut managen wollen, sollten wir uns nicht nur an der Höhe orientieren. Ja, hier haben wir Gras, das ungefähr 20 cm hoch ist. Aber das unterscheidet sich ja auch je nach Sorte. Hier sind wir schon bei 30 cm und mehr. Das heißt, wir müssen lernen, viel genauer hinzugucken. Dafür ein paar Beispiele. Hier haben wir ein Gras im Zweiblattstadium. Es hat also eben zwei Blätter. Hier sind wir bei drei Blättern. Wir sagen, im Durchschnitt sollen die Gräser 3,5 Blätter haben, damit sie gut erholt sind. Ja, hier haben wir wieder 1,5 Blätter. 2,5 können wir hier sagen. Hier auch zwei Blätter, obwohl es oder 2,5, obwohl es 40 cm hoch ist. Auch hier sind wir erst im Dreiblattstadium, obwohl das Gras schon 40 cm hoch ist. Und hier haben wir mal ein Musterbeispiel von einem 3,5-Blattstadium. Und das wollen wir erreichen im ganzheitlichen Management für die Gräser, die wir hauptsächlich haben wollen. Das heißt, wir können managen, welche Gräser wir haben wollen. Dafür brauchen wir keine neuen Gräser einzusehen, sondern das managen wir mit der Herde. Im ganzheitlichen Management lernt man, wie man die Herde zur richtigen Zeit dafür am richtigen Ort hat. Das ist sehr komplex, deswegen ist ein Weideplan unbedingt notwendig. Ein Weideplan hilft uns, die Produktivität zu steigern, unempfindlicher bei Wetterextremen zu sein, Reserven für Trockenheiten zu haben und letztendlich unsere Tiere bestmöglich zu versorgen.